Weißt du, weißt ihr, ne, als ich das privat gezockt habe, wusste ich nicht, dass man sowas machen kann. Ich hab mal einfach drauf losgezockt, ne, nicht irgendwie groß gelesen oder so. Einfach mal Sorten. Ja, ich muss diese scheiß Grafiken so spät erst. Machst du kaputt? Oh, wie viel Damage reindrücke, was heißt man? Oh, ein Eisenpfeil. Ihr seht, ich glaube, ich muss noch etwas üben. Nee, wir gehen nicht zum Gefällt. Ihr schlaft euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Nö. Also gut. Ich denke, wir werden entweder den... hier den Akademiker dabei treten. Also wir können doch den keine Ahnung. Gucken wir dann. Wenn ihr irgendwie irgendwas so für Hybrid wisst, dann ich habe da kaum Plan von. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zum Jar. Man sollte vielleicht die Kacke gleichstellen. Das wäre schlau. Macher von Skyrim. Lol. Ich hatte das Hü. Wie kann ich denn darüber? So, hier sieht man jetzt. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr. Hier kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay, jetzt habe ich aus Versehen sortiert. Ich hab's gefressen. Was ich sagen wollte. Da hat man gerade gesehen, wie dieses Symbol an der Tür hing. Ich finde das eigentlich ganz geil. So, das ist hier der Weißlauftower. Echt nicht. Windtown ist das. Ne Marvin. Im Raven. Ja, Roffel kommt da zum Gay Lord, lol Roffel. Gebt mir euer Geld. Ich will auch Geld. Ich habe kein Geld. Ich aber. Ihr solltet mir jetzt am besten ich habe eben, glaube ich, mein Fahrrad so ein bisschen geschrottet. Nein, 1.800 Euro downhill bike. Ich fahr doch nicht. Und ich habe 1.800 Euro Rose. Du, episches Schloss, nicht? Aha, man muss auf diese Dinger gucken, das finde ich kacke. Wenn ich einfach auf die Tür gucke. Blöd! Epischer Ladescreen. Schneller, du Nudel. John, automatisch speichern. Ah, Entschuldigung. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Malgruf empfängt keine Besucher. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Bitte nicht. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Boah, ey, was geht hier ab? Ihr wart also in Helge. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen. Das ist korrekt. Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, wenn die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden.
Sagen wir mal, ich finde auch, man merkt ganz schön arg, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Treffen? Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrings Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jan. Bitte entschuldigt mich. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Toll. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringa, meinem Hofzauber. Kann ich mal reinscrollen? Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Viele Jahre Wahlberuf als Vogt. Das Geile ist auch, man kann hier so randulieren, wie man will. Ne? Man kann sich einfach hier die Kacke polen. Und man kriegt einfach keinen Schiss. Anschiss. So. Außer bei so ein bisschen mit Wertvollerem. So, ich stelle es auf den Tisch. Und das Fest. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die... Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Ich aber. Das ist okay. Was? Aber ich habe noch nie... Oh, verstehe. Ihr seid in der hohen Kunst bewandert. Bitte verzeiht, dass ich vorher so unhöflich war. Ich werde so oft von Besuchern gestört, dass ich mich manchmal einfach nicht zurückhalten kann. Ja, du armer, 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 armer. Also, was wolltet ihr noch mal? Allein das Kraulen. Ach wirklich? Der Jarl. Aber ja, er muss an meinem haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Ich besorge sie. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ihr kommt gleich zur Sache, was? Ja. Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und legt sie mir. Ganz einfach. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nee. Ich wollte mal gucken. Übertreib's. Okay, Bücher. Aber scheiß mal drauf. Auf zum Ölsturzhügel. Ich sehe, kennt ihr meine so. Dann gehen wir mal los. Zum Ölsturzgrab, Hügel, Berg, Haus. Ah, sexy Drachenkopf. Ich hoffe, ihr verzeiht das jetzt einfach hier so während der Aufnahme fresse. Ja, ich würde sagen, wir brauchen die jetzt voll weg, so. Fick dir einen rein, so. So. Skill Jump. Ja, bitte verarscht. Ich hab Platz frei. Boah, du. Voll der Dark hier. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Stunden in der Wetten nicht. Ey, geh zum
Captain Gay. Ah, bitte. Promises. Also ich will nicht sagen, aber Promises von Nero. Skrillex Remix. Ne? Das sieht es so Porno, ne? Ich komme da nicht drauf klar. Jetzt ich einen trinken. Das ist. Ich finde das sieht so geil. Ich bin das so hart am Feiern. Nö,